Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play Bros in Heaven. Ein Aquarian Skies. Dingsbums. Hey Peter, bist du da? Ich bin da, Hallöchen. Huch. Super. So, wir wollten mit Lumberjack weitermachen, ne? Genau. Und ich guck mal an, wie ich das Ding bauen kann. Ich tobe hier mal übers Feld. Das ist ja einfach. Übers Feld toben, ja. Auch, aber ich brauche gar nicht so viele... Also so viel Zeug. Ingredienzien. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In der Schule wird geschrieben. Der Typ, ne? Eine Axt, eine Steinaxt. Da muss ich mal hier beim Horst. Der Horst muss mal ein bisschen picken. Horst muss mal wieder was reißen. Ja. So, wieso geht er hier in den Dings da hinten hin? Ich will aber mit dem Horst. Ja, dann mach doch mit deinem Horst, was du willst. So, dann machen wir hier noch ein bisschen Charcoal, ne? Dann brauche ich eine Steinaxt. Obwohl, kommt das reich? Wir müssen jetzt die Kartoffeln hier beraten. 64er Stack Kartoffeln. Leider geil. Ah, wir haben jede Menge Zeug. Ja. Also Essen, wir werden nie wieder verhungern. Ja, Essen ist jetzt zum Glück durch. Finde ich sehr, sehr gut. So, ich brauche noch einen. Ein bisschen Sour Cream wäre natürlich geil. Tower Cream, ja, super. Tower Cream, ja, ist richtig gut. Tower Cream. So, was haben wir hier noch? Den können wir noch machen. Den können wir noch machen. Und den können wir noch machen. Ja, ich kann ja gerne mal hier versuchen, ein bisschen... mehr Ores ranzukriegen. Nee, reicht. Okay. Dann baue ich noch ein Furnace. Ein Furnace? Hast du einen, soll ich dir einen bauen? Nein, ich habe mir den extra gecraftet. Alles klar. So, dann... Aha, Wombi has earned the achievement Hot Topic. Ja. Hast du dir hier Steine gebraten oder war ich das noch? Ich habe welche gebraten. Na dann, brauchst du die oder einfach nur so? Ja, für den Stone Chopper. Kannst du aber reinnehmen. Also ich habe jetzt alles für den Stone Chopper. Ich habe einen Stone Chopper gebaut. Sehr geil. Damit bekommen wir 16... Cooked Salmons. 16 mal Lachs. Mache ich gerade in die Essenskiste rein. Ich muss noch meine Axt. Oh, und diesen Stone Chopper kann ich jetzt neben einem Baum setzen und dann? Ne, nicht neben einem. Ja, Mister. Da weiß ich nicht, ob das jetzt. It chops, add tools. Warte mal, ich adde mal ein Tool. So, und dann mal hier einen Block. So. Und jetzt? Oak Sapling, okay. Guck mal hoch. Der rasiert jetzt erstmal alle Bäume ab. Also leider auch den, Den da hinten. Ja, der macht jetzt erstmal alles platt. Zwei Oak Saplings hat er schon drin. Ja. Ich nehme die mal raus. Passiert aber nicht viel, ne? Nee. Verstehe noch nicht so ganz, wie die Dinger funktionieren. Naja, also die ehrlich gesagt auch nicht. Also ich wie die funktionieren. Need Fuel. Okay, er braucht Shipyrit. So, hat er Shipyrit? Running Chopping. Ah, hier, guck mal, jetzt kommt hier Amaranthwood. Amaranth. Ach, so kommen wir endlich dran. Ja, der kann Amaranth wahrscheinlich. Also es gibt später eben auch noch so ein Ding, den Harvester nennt er sich. Der ist ziemlich geil. Okay. Warum habe ich denn schon wieder die blöden FPS eigentlich eingeblendet? Weil bei dem kannst du auch zum Beispiel sagen, er soll die Blätter abscheren. Ist halt dann super für die Erde, Erdproduktion. Das Blöde dann ist halt nur, er macht dann in dem Augenblick keine Saplings. Also da muss man immer so ein bisschen Auge drauf haben. Ah, okay. Ja, stimmt. Ja, gut, bei Saplings sind wir eigentlich gut versorgt. Saplings haben wir eigentlich genug, ja, das stimmt. So, achso, ich wollte ja hier ein bisschen Dings machen. Ah, hier mit dem weiter. Kollegen. Was Grindstone, wie geht denn der? Was, die Pickaxe? Was? Ach, der Steinficker ist, glaube ich, kaputt. Was, der Steinficker? Mhm. Aber ich habe noch genug Zeug zum Reparieren. Ach du Scheiße, was? So. Was denn? Haben wir? Was ist das? Netherquarz. Okay, wir müssen langsam echt in den Nether rein. Ja. Mal gerade Nase putzen, Moment. Ja, mach mal.
Der arme Wombi. So, dann bauen wir uns mal noch ein Hämmer. Doch, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück. Tut mir leid, dass ihr mich so krank ertragen müsst. Jetzt über Wochen hinweg schon. Aber ist leider so. Na, Hauptsache, dir geht's irgendwann besser, Bro. Das irgendwann geht's. Irgendwann, danke, Bro. Achso, da ist jetzt meine Axt da drin, ja. Macht aber nichts, so. Jetzt habe ich schon wieder so viel Scheiß, ey. Das ist doch der Hammer. Was ist das? Tin Ohr. Okay, zack, zack. Da hat übrigens ein Amaranth-Sapling fallen lassen, letztendlich. Oh, das ist cool. Gut, dann bauen wir hier mal ein kleines Türmchen. Auch wenn ich das Ding immer noch nicht so richtig verstehe. Ja, ich auch nicht. Würde der nicht mit einem Lava-Eimer besser laufen, meinst du, als Sprit? Ja, als Sprit. Keine Ahnung, ob der Sprit, ob der Lava nimmt oder nicht. Blazes. Warte Angry mal, Doll. Warte mal, wie heißt das Ding? Ach, jetzt muss ich mal gucken. Ach, kacke. Activator, glaube ich, war das. Activator. Hier, da ist er. Ein Autonomous Activator. Was brauchen wir denn da? Tin-Gear? Bitterwarze. Scheiße. Den könnten wir schon bauen. Ich habe mal eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich probiere es mal. Erstmal kloppe ich hier das wieder runter. Vielleicht können wir uns jetzt hier diese Arbeit ein bisschen erleichtern mit dieser ganzen Rumklickerei. Kann sein. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen quod erat demonstrandum, ja, wie der Franzose sagt. irgendwie ist der aber auch ganz schön langsam, wa? Der... Oder jetzt legt er los. Der Tree Man hier. Naja. Krass. Muss man aufpassen, ne? Nicht, dass der irgendwas nicht macht. Was meinst du mit nicht machen? Na, dass er vielleicht aus Versehen unseren Drachenfruchtbaum ohne Setzlinge, weißt du? Ach so, ja. Na gut, der ist ja eh schon. Die Spitze ist eh schon gekappt von dem Ding. Huh. Von dem Drachenfruchtbaum. Ja. So, achso, ich wollte ja so ein Ding da bauen, genau. Zack. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Ein Activator. Da brauchen wir Team Gears. Kann man die nur casten? Ach, hör auf, bitte nicht. Ja, wir müssen so ein Casting-Table bauen. Naja, das bringt aber nichts. Team Gear. Okay, die kann man auch. Was? Copper und dann. Ich glaube, diesen Cast-Dings kannst du ja nur eben gießen. Cast. Ja, wir brauchen so ein Ding. Ja, so müssen wir eine Schmelze bauen. You know? Ja. Hier, so, Peng. Ach, das sind... Jetzt bin ich mir... Ach, scheiße, ey, das ist doch alles doof. Okay, na dann müssen wir wohl in den sauren Apfel beißen und so eine Schmiede da jetzt bauen. Ja, dazu gibt's auch Quests. Ja. Jetzt musst du ja das Zeug erstmal zusammen. Ja, Problem, wir brauchen. Huch. Wir brauchen Sachen aus dem Nether, um da anzufangen. Für die Schmelze? Ja. Hä, welche denn? Seelensand und Netherwarzen. Aber doch nicht für die Schmelze. Doch. Welche Quests hast du denn da? Die hoch. Nee, das sind als Baumaterialien für die Sachen. Braucht man das? Nee. Ja, doch. Nein. Das glaubt mir nicht. Nee, das. Wo denn? Na, bei Tinker Toys. Tinker Toys, so. Da hast du, brauchst du I am Smelting. Ja, erste Quest. Genau. Und da brauchst du nur Grout, musst du machen. Und Grout besteht aus Sand, Clay und Gravel. Was? Grout? Ja. Wofür? Hier, wenn du da auf die Quelle, wenn du reingehst bei Tinker Toys. Ja.
So, dann hast du die obere, ganz oben, I am smelting oder I'm smelting. Genau. Genau. So, und für dieses Ding, um diese Seared Bricks zu machen, also diese ganzen Seared Tanks, Smeltery, bla bla bla, da brauchst du, die werden aus Grout gemacht. Und diesen Grout machst du aus Sand, Clay und Gravel. Also ich weiß nicht, was du angezeigt bekommst, aber ich bekomme im Nay andere Sachen angezeigt. Na, ich bin jetzt gerade im Questbook unterwegs. Warum? Na, weil du hast doch gerade was davon erzählt, dass wir für die... Aber wir brauchen doch diese Sachen, die müssen wir doch bauen. Ja, dieses... Ja, und dieses Grout, was? Also, pass auf, diese ganzen, diese Sachen für die Smeltery, die machst du aus Seared Bricks, so nennen die Dinger sich. So, und diese Seared Bricks machst du aus Grout. Und Grout wiederum besteht aus Sand, Gravel und Clay. Ja, Moment mal, da gibt's verschiedene. Wie, wenn du Grout eingibst? Ja, da gibt's zwei Grouts. Zwei Clear Seared Bricks, so. Dann gib mal Grout ein. Gib mal einfach Warum soll ich Grout eingeben? Von mir aus sind Seared Bricks. Okay, Seared mit ihr, warte mal, hier, Seared Bricks, ja? Ja, genau, da hast du die einen mit deinem Grout, okay. Das sehe ich ein. Da gibt's noch die anderen. Also ich sehe nur einmal Seared Bricks. Ey, die sind doch am Schluss. Sag mal. Das letzte bei, wenn du Seared Bricks eingibst. The Brick. Ach, da den ganz letzten, meinst du diesen braunen? Genau. Und der war halt bei diesen ganzen Sachen, die ich da eingeben wollte. Hier Seared Tank und so, war der halt, Ach so, gedixt. Nein, du machst das mit diesen, mit diesen grauen Dingern. Seared Tank? Genau, und ich glaube, wir brauchen insgesamt erstmal 72 von diesen Seared... Ja, Moment mal. Lop, Seared Bricks. Okay, doch, kann sein. Mhm. Hast du recht, Junge. Hast mich da vor einem dummen Fehler bewahrt. Ne, du, ich bin ja hier sorry, auch nicht... Sorry, der Diskussion wegen. Ich kann mich ja auch irren, also... Also Clay, Sand ja in und diesem, Gravel, ne? Genau, also ich habe jetzt 60 Gravel am Start. Brauche ich noch Sand. Sand und Clay. Genau, na warte mal. Wir brauchen ja das. Ne? Wie viel Clay haben wir denn eigentlich noch? So, ich habe mir mal ein bisschen besorgt. Ein bisschen Stein. Okay. Ich brauche aber noch einen Hammer dazu. Warte mal. Ich habe hier... Warte, hier kannst du einen haben. Okay. Da. Ah, danke. Der ist ja fast wie neu. Der ist ja wie neu. Der ist ja auch neu. Na klar, Mann. Du kriegst da nur die guten Sachen von mir. Hab ich da auf dem Dings gestanden. Leck mich am Arsch. So, ich hab 4 Clay. Huch, da oben ist er. Ja. Bast muss ich machen, ne? Oder Sand? Weiß ich nicht mehr. Wir brauchen beides. Oh, Mist. Also ich hab Gravel. Ich hab 60 Gravel. Da mache ich mal 30 Sand draus, okay? Ja. Also so wie mein Nachbar jetzt gerade brüllt, hat Polen gerade ein Tor geschossen. Okay, ist der Pole oder? Ja, er ist Pole. Und habe ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, jeder, also das ist so krass, der Typ, der geht so ab, der ist auch totaler BVB-Fan. Und jeder Spieler irgendwie heißt Kurva. Jeder Spieler? Okay. Ja, immer so Kurva. Er ist schon ein geiler Typ. Nee, was der da immer am Rumschreien ist, ist krass. Der ist halt begeistert. Der ist richtig begeistert. Lass mal was futtern. Also das finde ich aber auch schon gut, wenn Polen heute jetzt gegen Portugal spielt, ja, dass Portugal irgendwie auf die Nase kriegt. Ja gut, ich finde es immer gut, wenn Ronaldo auf die Nase kriegt. Ja gut. Tut mir dann leid fürs Team, aber... Ja, das stimmt, ja. Pass mal auf, ich habe jetzt 30 Gravel, 30 Sand. So, dann brauchen wir noch das. Genau. Gut. Ich hab 37 Gravel. Dann mach mal ruhig nur 30, das dürfte reichen. Okay. Weil Grout... Wir brauchen 4 Sand und 4 Gravel und Clay. Ups, und das für Clay, ne? Ja, dann mache ich mal noch ein bisschen... Ich mach mal noch ein bisschen... Dings extra. Guck dir mal das faule Ding an. Der hat gar nicht weitergemacht mit Abhacken.
Hat er mittendrin verhungert oder wie? Wahrscheinlich, ja. Mistsack. Ach Gott, wie ich das hasse, ey. Wo hab ich denn jetzt so viel Sand her? 53, was? Oh, ich Idiot, hatte mir vorher noch Sand gemacht. Weil ich eigentlich ein paar Fenster bauen wollte. Warum auch immer. Na, macht ja nichts. So, the same shit again. So, jetzt aber das. Wapp. Da eigentlich auch ein geiles Projekt zum Streamen gewesen, ne? Ja, stimmt. So. Hab ich denn das? Ach hier. Da hat er recht, der gute Wimbo. Verrückter Wimbo. Warum ihr jetzt, wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt vielleicht, oder auch nicht, mir auch egal, warum ich immer so auf Wimbo sage. War eigentlich ein Versprecher letztens. Ich hatte kurz, wollte dem guten Bombi OP geben auf dem Server und hab mich verschrieben. Und anstelle von Bombi Wimbo geschrieben. Und das klingt für euch wahrscheinlich nur halb so lustig wie für uns. Also vergesst das einfach. So. Ja, vergesst es. Genau, vergesst es. Ich fand's witzig. Hab ich in WoW auch schon angesprochen. Sehr schön. Hat mir nämlich gefallen. Ja, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Watter. Wo ist... schon dran, hier Fässer zu befüllen. Hast du die Eimer oder was? Ich hab einen, ja. Wo ist der andere? In der Kiste. Ach so, okay. Dann, ja. Eimer? Ich hab doch gerade den Eimer aus der Kiste genommen, sag mal. Ist bescheuert? Jut. So. Zack. Und Dust drin. Zack. Ja. Zack. Schon super, wenn man Wasser hat. Das ist richtig gut. Wie viel hast du? Wie viel Clay? Ah, Moment. Ich habe 14 Clay. Cool, ich habe 10 Clay. Gut, warte, ich mache noch hier gerade. So, jetzt ist unser Wassertank, der große, ist leer. Das macht nichts. Das regnet bestimmt irgendwann wieder. Irgendwann werden wir einen Rainmaker, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Richtig. Immer hin und her gelaufen. Ich habe 22 Clay, das muss ja lang. Ja, cool, dann haben wir jetzt... Schmeiß sie dir zu. Okay. Sehr schön. So, dann bauen wir jetzt mal hier ein bisschen am Table hier ein bisschen Grout. Peng. Peng. Und dann hier den Gravel. So. Zack. So, und den brennen wir jetzt hier mal. Kartoffel raus. Grout gebrannt. Achso, wäre noch hier ein bisschen Brennstoff. Zack. Kohle drin. So. So, und den anderen Kreml können wir hier mal durch. 7. Ja, wollte ich auch gerade. Ich hab noch. Hab noch was zum 7. Geil. 7. Der Verrückte. Aber total. Na, hier auf der Mutti. Kann man Sand 7? Ja. Cool. Werde ich auch gleich mal machen. Kann man. Klar, man muss. Muss man aber nicht, ne? Nein. Ja, Wahnsinn, diese Möglichkeiten. Es ist irre. Ich schwör's dir. Unbegrenzte Möglichkeiten. So, Broken Copper Ore. Ich noch was zum 7. Nein. Ich hätte noch Sand. Wenn ich dir helfen soll, dann lass mich nur in Ruhe. Ich will mal den Eimer abnehmen gerade. Den Eimer? Ja, gib her. Ich hab wieder das Inventar rappelvoll, ey. Kann man sich keinen Rucksack oder so bauen? Ja, ich glaube schon. Ich habe hier 47 Potato Seeds. Warum eigentlich? Die kannst du auch zur Not, wenn du nicht brauchst, schmeiß sie in den Fass rein. Ja, stimmt, wir haben ja eigentlich genug, wa? Ich habe noch ein bisschen Inventarplatz frei, deswegen habe ich jetzt ein bisschen was abgenommen. Okay. Hallo? Ach. Was ist das für Zeug? Was kommt da raus? Ich habe gerade versucht, was sind das?
Crushed Nickel Ore hier ins Fass zu schmeißen. Alter, hier rappelt's ja richtig um mich rum. Was rappelt denn? Oh ja, aber hallo. Alter. Hast du die Cheats noch an, wa? Ja klar, der Cheater. Der Lügenbaron, du Arsch. Bitte? Kommt ja so, ey. Lügenbaron. Ja, wer hat da angefangen? Ich weiß gar nicht, was du meinst, ey. Nee, ist klar. Nee, wirklich. Guck mal Overwatch, Leute. Guck mal Overwatch bei uns. Bloß nicht. Ja gut, wir sind scheiße, stimmt. Nee, das wäre Beleidigung für jeden, der wirklich scheiße ist. Das stimmt, ja. Ich hab, irgendwie hast du Kaktus-Seeds gerade hier rausgeholt. Ich hab da keine Kaktus-Seeds rausgeholt. Ja, die habe ich aber gerade eben aufgehoben. Kann Warum schon sein. Warum hab ich denn... Oh, was, wie viele Potato-Seeds habe ich denn hier? Ich habe 128 Potato-Seeds. Krasser Scheiß. Ja, ist echt krass. Das ist echt heftig, ja. So, dann können wir hier nochmal ein bisschen Kram bauen. Broken so und so Ohr. Broken so und so Ohr. Powdered so und so Ohr. Warte, das war Knochenmehl. Was will ich wieder? Gut. Da sind wir schon wieder bei 21 Minuten. Das ist doch so verrückt, oder? Das ist echt krass. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, from the bottom of our heart. Genau. Ja, mindestens. Wie er sagt. Ich verstehe ihn nicht, aber er wird schon recht haben. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Auch beim nächsten Mal gerne wieder gesehene Gäste. Und von daher, lasst es euch gut gehen. Tschüss.